So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Mini-Let's Play auf diesem Kanal. Ein Spiel von Lukas Pope. Das ist alles so, hä? Musik machen wir mal aus. So, wir spielen natürlich den Geschichtsmodus. Wählen Sie einen Tag, an dem Sie fortfahren möchten, oder starten Sie ein neues Spiel. Wir starten ein neues Spiel. Ein Brief im Start. Herzlichen Glückwunsch, okay? Die Arbeitslotterie des Monats Oktober ist abgeschlossen und Ihr Name wurde gezogen. Oh! Es gibt eine Arbeitslotterie. Okay. Melden Sie sich umgehend zum Arbeitseinsatz beim Ministerium für Grenzschutz. Am Grenzübergang Christine. Okay. Eine Wohnung der Klasse 8 wird Ihnen und Ihrer Familie in Ostgrenzin zur Verfügung gestellt. Oh. Es lebe Astroxa. Alles klar. Grenzübergang Resting endlich geöffnet. Nach 6 Jahren ist unsere Sicherheit auch wirklich garantiert. Familie vor Zusammenführung. Okay, Sport, Unterhaltung. 23. November 1982. Unbezahlbar. Diese Zeitung ist unbezahlbar. Okay, aber wieso haben wir da eine Zeitung, wenn die unbezahlbar ist? Sind wir so reich? 23. November 1983. Ministerium für Grenzschutz, das ist der Frische. Inspektor, willkommen bei Ihrer neuen Position am Grenzübergang Krestin. Stempeln Sie einreisende Visa in Pässe und geben Sie die Dokumente an den Einreisenden zurück. Die Bürger von Astrosa sind zur Einreise berechtigt. Alle Ausländer sind abzuweisen. Alle Ausländer sind abzuweisen. Na, achten Sie ja. Ach so, okay. Vorschriften. Ach so, da. Ah, Zeit und Datum. Vollladen. Treffen. Ach so. Deswegen endlich eröffnet. Okay. So, wie jetzt? Wir versuchen das mal. Bis jetzt noch gar keine Ahnung. Ah! Ja, Sie haben keinen Pass. Das ist Ihr Einreisepass. Ja, die Ex. Person muss einen Pass haben, nur Bürger, okay. Okay, das passt. Ich mach das jetzt einfach mal, wo muss ich das hin tun? Ah, hier. Okay. Rendierschiss. Heiren.
So, wie viel Kilo wiegt der denn? 85. Ja. Okay. Tut mir leid, ich muss dich ablehnen. Tschüss. Kann ich gleich ablehnen? Los, noch einer. Tschüss. Ah, warte mal. So, und jetzt? Weiblich, 65 Kilo. Ey. Nach 8 Uhr gibt es für eine Einreisende kein. Geld mehr. Verwalten Sie Ihre Ausgaben mit Hilfe der Kontrollkästen unten. Also. Okay. Okay. Ja, doch, natürlich. Wir müssen das bezahlen. Unterhaltung: Grenzübergang, Gästin, ein Erfolg. Ein Herz, ein in Kürze weniger aufladen. Einreisende von Ausländern. Analysen in Feierlaune, okay. Analysten: Mehr Handeln und Kooperation erwartet, okay. Dann bin ich mal gespannt. 24. November. Was jetzt? Mit dem heutigen Datum ist auch Ausländer mit gültigem Pass die Einreise gestattet. Ihre Kabine ist jetzt mit Geräten zur Prüfung ausgestattet, okay? Alle Passdaten sind sorgfältig auf Diskrepanzen zu prüfen, okay? Einreisewillige mit inkonsistenten Daten sind abzuweisen. Der Prüfmodus. Können Sie mit Hilfe des roten A aktivieren. Okay, markieren Sie bei der Prüfung zwei diskrepante Angaben, um weitere Maßnahmen eingreifen zu können. Vorschriften und Richtlinien. Dieser Posten unterliegt den Vorschriften und Richtlinien des Ministeriums, okay? Für Grenzschutz. Das ist ja klar. Die Vorschriften sind eingehend zu studieren. Leute, wenn ihr übrigens das Geräusch im Hintergrund hört, ist nur meine Klimaanlage. Es ist halt ein bisschen warm hier drin. Markieren Sie zwei Deskripte und prüfen Sie sie. Um ein Verhör durchführen zu können. Ja. Gut. Dann gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Person muss einen Pass haben. Ich versuche aber mal mit ja. Passt doch.
Papiere bitte. So, was haben wir hier? Hey, Moment mal. 21.11. Gloria, na, passt. Die Dokument ist abgelaufen. Entschuldigung, ich habe gerade das noch gerade erst. Was? Ja, tut mir leid. Abgelaufene Sachen, das bringt's nicht. Tschüss. Was haben wir denn hier? 84. Also erstmal gucke ich das Fox immer aus Interesse. Was war das für einer? Roter. Doch, passt wohl. Aber. Was sieht sie jetzt ein Mann und eine Frau, was hier in den Papieren steht? Wir sind keine Frau. So. Papiere bitte. So, was haben wir hier? Passt aber. So, 84, männlich. Passt, passt. Ich würde sagen, passt. Gut, perfekt, da kann man bald gar nicht mehr stempeln. Die Zeit ist gleich rum. Oh. So, Papiere bitte. So, was? 83. Weiblich. Ich würde sagen, ja. Ey. Papiere bitte. Was will ich? Okay. Das kannst du gerne wieder haben, das brauche ich nicht. So, erstmal 83, weiblich. Für mich spricht nichts dagegen. So, Vendor. Was war denn das jetzt?
halt nur ein Anschlag speichert, ja. Tja. Ich würde sagen, das war's dann auch für diese Folge. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Dann sage ich mal bis zur nächsten Folge. Tschüssikowski.